Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir später zurückkommen können, wenn wir das dann wollen. Okay, das kann ich nicht rausschneiden. Oh. Was ist mit BD1? Alte Statue. Sepho-Kultur. Hä? Datenbank. Wir sind gerade auf... Ne, wir sind auf Bracca, oder? Ne, wir sind auf Sepho. Imperiale Ausgrabung. Sepho-Kultur. Alte Statuen. Die Statuen wurden in der wurden in die natürlichen Wände der Höhle gemeißelt. Sie stellen Sepho mit Sphären dar, möglicherweise denselben Sphären, die ihre Gräber mit Energie versorgten. Okay. Das bringt nichts. Was kriegen wir hier? Hallo? Aua! Ah! Ah! Konzentration! Jedi wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Schleudere die Kugel per Schub mit R2. Ah, cool. Okay. Gut, weiter so. Kann ich sie auch anhalten? Schiebe den Ball mit der Macht zum Ziel. Jetzt schneller. Schließ den Test ab. Blicke immer auf. Ich hab doch gedrückt. Ich drück doch! Was soll der Scheiß? Wie lange braucht er denn? Okay. Schub. Schiebe Objekte und Gegner mit der Macht vor dir weg. Okay, aber irgendwie... Ah, hier, das da, ne? Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Komme ich irgendwie hoch? Nee. Was hat das jetzt gebracht? Nichts. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Hä? War hier auf der anderen Seite noch irgendein Ball oder sowas, den man noch wegdrücken konnte? Da ist dieser geile Wächter am Start, aber hier, ich sehe hier keinen Ball. Komme ich da rein mit dem Machtschub? Nee, ne? Was soll ich denn hier wegdrücken?
Da ist nix. Oh, okay, lol. Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Ah, cool. Okay. Ich habe hier einen Freund bei Origin, der die ganze Zeit on- und offline geht. Das ist richtig nervig. Okay. Was haben wir? Komm wieder her. Also, was war drin? Neues Lichtschwertmaterial erhalten. Sylvanisches Eisen. Sylvianisches. Was haben wir hier? Der Wächter ist lange zerstört. Das heißt, man kann ihn zerstören. Okay. Grabwächter. Hier wurde vor langer Zeit ein Sepho-Grabwächter, ein mächtiger Automat zum Schutz von Gräbern, zerstört. Aber wie? Ist das nur, um mir zu zeigen, dass man ihn zerstören kann? Soll ich gegen den kämpfen oder was? Oh, Alter, okay. Der macht mehr Action als man erwartet. Hilf mir! Komm schon! Alter, wie der aussieht, ey. Konnte man gar nicht so richtig sehen gerade, ne? Stark, langsam und durch einen zentralen Energiekern geschützt. Leuchtet der Energiekern, kann er mit äußerster Gewalt und Vorsicht entfernt werden. Wait. Aha, kann man den also mit einem Machtschub rausziehen, den geilen Kern oder was? Okay, komme ich hier irgendwie? Wie komme ich da hin? Ah, da kann ich dieses Ding hier reindrücken, um da das Ding explodieren zu lassen? Warte mal. So. Yeah! Okay, cool, Alter. Ich liebe sowas. So rätselmäßigen Kram. Das ist ja geil. Maximale Macht erhöht. Das Artefakt als Opfer für den Wind. Aus irgendeinem Grund wurde es absichtlich zerstört. Okay. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was ich jetzt hier machen soll. Guck mal, hier kommt man irgendwie. Soll man die Wand zerstören oder was? Okay, wir probieren es gerade nochmal. Ah, fuck. Schlau, schlau. Naja. Ich hab so meine Momente ab und zu, ne? Hui. Okay. Kann ich das jetzt da vorne durchbrechen dann?
Ich habe ein bisschen Angst, weil ich bin saulow. Lol. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Rinde? Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Kashyyyk? Oh, okay. Da sind die Wookies her, glaube ich, ne? Chewbacca? Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Okay. Mehrere Einträge. Während er Sepho erkundete, entdeckte Meister Kodova einen dem weißen Eiram geweihten Tempel. Diese Entdeckung enthält ja weite Geheimnisse dieser alten Kultur, einschließlich der Faszination für Kashyyyk, die Heimatwelt der Wookies. Genau, das habe ich gerade gesagt. Das stimmt also. Okay. Um mehr zu erfahren, reiste Kodova nun nach Kashyyyk, um einen alten Freund, den Wookie-Höppling Tarful, mit um Rat zu fragen. Sind die Wookies nicht tot? Ich dachte, die Wookies wären ausgerottet. Sehr gut. Eilrams Sarkophag. Sarkophag. In diesem alten Sarkophag ruhen die sterblichen, also Sepho-Sarkophag, ruhen die sterblichen Überreste seines weisen Eiram. Letztes war, dass Sepho eine Beziehung mit den Bewohnern von Kashyyyk aufbauen, Vegetation des Planeten in ihrem Leben. Heute sind seine Überreste für alle Zeiten unter den Wurzeln eines versteinerten Vrysh-Baums begraben. Aha, okay, kann ich hier. Okay. Reiseziel freigeschaltet, Kashyyyk. Alter, wie viele Planeten kann man denn freischalten? Okay. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Cool, okay. Kann ich Lichtschwert werfen irgendwie? Warte, was sagt? Karls maximale Gesundheit erhöht sich. Karl regeneriert zusätzlich Leben, wenn er seinen Stim-Behälter von. Okay, nee. Karl lenkt Blasterbolzen automatisch ab, während er sprintet oder seine Wandlauffähigkeit nutzt. Okay. Was ist das da? Erhöht die Distanz, mit der Karl eine Sprintattacke zurücklegen kann. Okay. Luftangriff, mit dem Karl Gegner in seiner Nähe bei der Landung zustoßen kann. Hast du verlangsamen, kann Karl alle Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Anvisierte Gegner werden länger verlangsamt. Cool, okay. Maximale Macht erhöht sich. Schub kann Gruppen von Gegnern zurückwerfen und große Gegner ins Wanken bringen. Generiert mehr Macht, wenn er einen Gegner. Ja, das klingt doch nice. Ausruhen. Ist zwar nur eine passive Fähigkeit, aber glaube ich gar nicht so übel. Mehr Macht zu generieren. Okay. Wait, die Kugel ist weg. Okay. Wahrscheinlich muss ich den Wächter da auch besiegen dann, oder? Okay, das hat ihn nicht gekillt, leider. Okay, weißt du was? Ich versuche mal von oben auf ihn drauf zu springen. Wait, what?
Oh, aua, 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 aua. Okay, warte, 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 warte. Oh. Okay, da muss ich kurz ein Bild von machen. Das ist ja übelst geil. Oh. Alter, krank. Okay. Das ging ja überraschend besser als gedacht. Okay, warte, noch da. Okay. Da ist jetzt offen. Das kriegt man nicht kaputt. Mhm. Na gut, dann gucken wir mal. Kletterpassage. Okay, da ist jetzt eine Rampe mit Wind. Vielleicht kriege ich den Ball da irgendwie zum rüberfahren. Oder zum Hochfliegen, besser gesagt. Belastend. Oh, nice. Okay, nein, 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 nein. Okay, warte. Vorsichtig, nicht, dass er hier runterfliegt oder so. Okay, nice. Alter. Glockenspiel, hä? Mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Weißer Eilrahmen. Dieses Grab ist überaus faszinierend. Es diente einst zur Prüfung machtbegabter Sepho-Meister. Ist jetzt aber eine Gedenkstätte zu ihren Ehren. Doch die größte Ehre wird hier der Macht selber zuteil. Dem Lebenswind, wie sie ihn nannten. Ein wunderschöner Anblick. Okay, okay. Warte, hier unten war noch so eine Sprungschanze, ne? Warte mal. Okay, da ist noch so eine Sprungschanze. Aber wo? War hier noch ein Ball? Ich glaube nicht, dass das hier irgendwas Relevantes ist. Hier irgendwo noch anders einen Ball herkriegen? Oder wo, wie, was, wer, wie, wann? Da muss auch irgendwie ein Ball hin. Soll ich den hier rausnehmen wieder? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder? Hier oben ist ja auch irgendwas rübergegangen gerade, ne? Da. Da vorne ist dieses Grab. Wait. Da war auch ein Ball drinne, oder? Warte. Ich glaube, ich muss den Ball aus dem Grab vorne runterholen.
Oh, runterholen.